Müsste schon da sein. Also steht über Herrn Saal. Ja. So, ich brauche alles da. Ja. Hammer. Und begrüßen wir unsere Bürgermeisterin ganz herzlich, darf sie hier herzlich willkommen heißen. Hat also heute schon direkt am frühen Morgen Zeit gefunden, hier das Rennen hier mitzuerleben, den ersten Start vom Erfurter. Damit ist das Rennen gleich in einer Minute frei. Erfurter von Quadrat. Zum insgesamt 37 Mal, oder wenn ich die 37 Mal lese, dann denke ich schon, dass ich doch sehr alt geworden bin, denn 36 Mal bin ich jetzt auch noch hier mit dabei. Beim ersten Mal war Adi Viehhöber hier am Mikrofon und dann ab dem zweiten Mal immer wieder meine Person. Und damit habe ich halt auch schon ein kleines Jubiläum, 36 Jahre. Weihe, weihe, weihe. 30 Sekunden noch. Kommando gilt. Achtung, fertig, los. Da sind bei mir immer die schnellen 30 Sekunden, damit die Jungs nicht zu nervös werden. Und damit ist das Rennen gestartet. Bist du eine Frauenheld hier? So, die erste Runde. Schon mal direkt nach vorne. Auf der Köln-Aachener Straße. Ein Mann.
Thank you.
Ja, hier kommt das Hauptfeld. Hier geht es dann weiter nachher um Platz 6 oder ab Platz 6, angeführt von der neuen Dominik Bauer, Frau Rappütke. Ja, das könnte sogar noch eine Überrundung werden, meine Damen und Herren. Rundrunde mit Abstand haben die 5 Fahrer. Dann sind die, wenn die dran kommen, eine Runde voraus. Fünf Runden noch zu fahren. So, hier das Hauptfeld. Dann sind dann noch einige Eingeordnete dabei. Ja, hier geht es an der nächsten Sache. So, für die 5 geht es weiter. Nächste Runde, die letzte Prämie hier bei Eurorennen. Doppelprämienabnahme, noch einmal 20. Ja, für das Hauptfeld, für die komplette Gruppe hier das Hauptfeld, geht es jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde für das Hauptfeld hier. Letzte Runde, im Rennen jetzt hier in die letzte Runde anstiegen. Letzte Runde, die Fahrt. Letzte Runde. So, die Prämienabnahme für die Spitzengruppe. Ihr müsst natürlich noch bis Ende fahren. Das heißt, ihr müsst noch 3 Runden fahren. In einer 17, die 17 Erster und der Fahrer Mami, 8, die 14 Zweiter. So, der wird jetzt Endkampf gestartet. Der Endkampf für den 6., 7., 8., 9., 10. Platz. Die Spitzenreiter bitte hier nicht mitsprinten. So. Hier haben die schnellsten Leute, jawohl, da gewinnt der Fahrer mit der 29, der Master der Peschken, hier den Sprint des Hauptfeldes und wird dann am 6. Ja, so 5 Spitzenreiter, jetzt noch die letzten Runden. Und für die 5 Spitzenreiter, jetzt aktiv die letzte Runde. So, jetzt holen wir nochmal einen Applaus. Wir haben eine Runde noch zu fahren. Eine Runde. 1240 Meter Unterschied im vollen Gang. 4 Fahrer liegen vorne. Jetzt die Entscheidung. Wer hat die schnellste Beine? Das ist Victor Möller, der an den Grün. Ja, damit der Kölner Sieger Victor Möller aus Köln-Weidenfeld gewinnt hier ganz souverän und seine. Tja, meine Damen und Herren, dann werden wir hier den Erfpokal von Quadrat jetzt die Sieger vornehmen. Die 3 Ersten sind hier. Und wir haben es hier miterlebt, das tolle Finale hier, ein toller Sprint. Schnellster Mann des heutigen Tages beim Heinz-Willi-Hüppler-Gedächtnisrennen, die Nummer 21, Victor Müller, RC durch Köln-Weidenfecht. Herzlichen Glückwunsch. Der junge Mann hier aus einer großen Radsportfamilie. Der Vater, erstklassiger Rennfahrer gewesen oder immer noch. Dann haben wir natürlich den Bruder, auch ein guter Rennfahrer. Und dann haben wir natürlich den Opa, der ist ein großer Veranstalter gewesen, hat früher große Rennen in Köln-Weidenfecht oder in Köln-Nippes durchgeführt. Sieger also aus Köln, der Victor Müller. Zweiter, die Nummer 17, der Fahrer Jan Czernoster aus Werne. Auch ihr herzlichen Glückwunsch für das tolle Finale hier im Rennen. Dritter, der lange Dünne, das ist die Nummer 27, Heiko Homringhausen, kommt vom Zugvogel Aachen, heute wieder einmal ganz vorne mit dabei. Und wir gratulieren auch ihm ganz herzlich. Und die Frau Bürgermeisterin Maria Foch gratuliert hier mit Medaillen. Und der Herr Sporn, der Vorsitzende, mit Blumen. Und ich glaube, da können wir doch mal kräftig applaudieren für die 3 ersten Tagessieger am heutigen Tag. Herzlichen Glückwunsch.